Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. So, was haben wir denn so, was wir spielen können? So ein Bruno würde ich zum Beispiel auch mal gerne zocken, ne? Den können wir mal da reinmachen. Jetzt nicht unbedingt, hat man ja schon einen Son. Son könnte man mal reinholen. Puschkas kann auch auf jeden Fall mal rein. Chiellini kann mal rein. Chiellini, Bobby. Was haben wir noch? Robben. Safe, ist aber eine Alternative. Sieht auch nicht schlecht aus. Auch. Machen wir mal rein. Dann jetzt hier erstmal nix. Felix. Felix muss... Let's up, haben wir Hops genommen. Mir Jesus, na war sie ganz gut. Das ist ja gut, das bringt jetzt nichts, wenn ich die alle da reinhole. Weil, komm, wir haben ja schon einiges. Aua. Aua kann nur rein. Torreira kann rein. Boah, ich will den Ding spielen, der war krass. Diesen Ansaldi hier, der war stark. Hol rein, hol rein. Ja, ich, das Team ist schon fast voll. Ja, hol rein. Wen reinholen da? Aua. Torreira. Torreira. Wo ist Torreira? Links. Nein, den haben wir doch schon. Politano sieht noch gut aus. Lukas sieht eigentlich ganz gut aus auch. Ach, guck mal hier, der Kollege sieht gut aus. Alessandrini. Hachi sieht gar nicht so schlecht aus. Boah, Kokler sieht halt auch gut aus, ne? Plonk sieht gut aus. Alex Moreno sieht gut aus. Aber die Frage ist halt, was für eine Richtung gehen wir? Hol Edemar rein. Edemar. Hey, oben rein. Ja, müssen wir gleich mal analysieren. Die Jungs sollen sich mal das Gewinnspiel ready machen. Ja, was könnte man da basteln, Freunde? Wird halt die Frage. Es wird halt schwer. Die passen halt ganz gut. Wie viele Freeze-Karten hat man denn eigentlich bitte? Felice ist halt noch sehr geil. Ben Arfa ist halt sehr, sehr geil. Wen hat man hier hinten drin noch? Hat man noch diesen, ach, Jesus Navas? Aber dann wird es halt schon schwer. Ja, das ist dann halt die Frage, wie man das da baut. Wir haben ja noch ein paar Icons am Start. Und wir ziehen ja noch ein paar Icon-Packs. Wir haben noch ein Best am Start. So ein Dalglish und Budra sehen halt auch geil aus. Muss man halt auch mal ehrlicherweise hier sagen. Kannst halt auch safe spielen. Plus, du kannst ja auch eigentlich... Wo ist denn der gute... So ein Bamba ist auch nicht verkehrt. Herrera sieht auch geil aus. Ist ja dann hier der gute Mann. Schüker sieht auch gut aus. Zum Plon kann man halt auch noch am Start. Manchmal gibt es ja noch eine andere Formation. Ich glaube, die hier ist es dann, ne? Mit Ansaldi und sowas wird es halt auch schwer. Den möchte ich auch gerne mal spielen. Der ist relativ geil. Oder man macht was mit Leimer. Wo es eigentlich so auch schon ganz nice aussieht. Könntest du ja theoretisch Bobby hier reinmachen. Hättest du halt da wieder das Problem. Robben haben wir halt auch noch am Start. Das wird nicht so leicht hier. Gut, du könntest dann hier Felice reinsetzen. Dann hättest du die Ecke hier schon mal durch. Aber dann fehlt halt noch ein Defensiver. Obwohl, Bobby haben wir ja als Defensiver. Wird es halt da vorne dann fehlen. Wird schwierig, ne? Warum? Ja, guck mal. Wir haben ja auch so viel, wir haben auch einen Dalglish, einen Robben, wo wir da reinmachen könnten. So, mal gucken, wie wir das da lösen, das Projekt. Die Seite steht eigentlich gar nicht mal so verkehrt hier schon. Ja, Freunde, wir müssen uns irgendwie ein Ziel setzen. So, Chiellini war ja eigentlich auch geil, aber das kriegt mir alles gar nicht so rein, weißt du? Wie wir das dann alles bauen wollten. Bau 4-5-1, gucken wir da mal rein, ja. 4-5-1 ist eigentlich immer gut, wenn wir mit außen spielen wollen. Naja, wird's halt hier schwer. So ging es auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist die hier an der Stelle. Hier changen, dann hättest du das mal. Ah, wir haben halt, aber es fehlt hier auch noch an den Defensive hätte man mit Bobby vorne. Macht mal Full Icon Team. Ja, Robben wäre auch krass. Ist halt die Frage, Jungs. Ne, wir hätten einen Puschkas, wir haben einen Dalglish. Heido mit Essien. Ja, wir wollen nicht unbedingt jetzt irgendwas kaufen, Freunde. Wir wollen uns Untrade bauen. Ne, das ist das Wichtige an der Sache. Aua war krass. Ja, Robben. Die Frage ist, wie kriegen wir halt einen Robben da rein? Das ist die Frage. Robben mit RTDF Promise spielt Aua. Ja, Aua war halt auch krank. Ben Arfa sieht heftig aus. Aber wir müssen halt auch wegen Defensiv gucken. Weil wenn wir jetzt Bobby hier rübersetzen, ne? Wir könnten natürlich auch den Move machen. Den Move machen. Aber dann fehlt uns ein Defensiver aktuell. Hector Bellerin, ja, ja, aber das bringt uns hier auch nichts. Ja, Dumfries ging, aber... Der war jetzt, den hat man schon ein paar Mal gespielt, der war jetzt nicht so... Ja, verklickt. Der war jetzt nicht so geil. Muss ich dir ehrlich sagen, hier. Der Dummy Dumfries. Moin, moin. Aber ging natürlich, wird halt hier Aito ganz schön auf das Track bleiben, ne? 4-3-3, wir gehen mal auf 4... Ja, dann müssen wir halt wieder 4-3-3 spielen. Wir müssen uns auf irgendwas festlegen, was wir spielen wollen. So geht natürlich easy, da könntest du... Siehst du, so ein Dalglish ist ja auch geil. Ne, könntest du so zum Beispiel machen.
Bobby rein. Aber so ganz passend tut's ja auch nicht. Ansaldi und Lautaro Martinez. Es gibt zu viel. Wie gesagt, ich würde auch gerne mal Chiellini spielen, hat Spaß gemacht. Aber dann müsst ihr mal gucken, spielt bitte Hadji. IV Jimenez, 500k-Team, Fragezeichen. Ja, wie gesagt, wir wollen nur eigentlich nur Untrade bauen. Kräuf und Robben, nee, Kräuf kaufen wir jetzt nicht vorm Toti. Wir wollen so viel Untrade wie möglich. Ne? Bruno als Achter. Ja, ging sogar klar. Ging sogar fit. Da könntest du halt hier jetzt auch. Da hat Dumfries ein Strongling. Ja, aber Dumfries hat mir ehrlicherweise nicht so gefallen. Du könntest halt auch hier. So könntest du dann gehen. Aber es sieht irgendwie langweilig aus, das Team. Oder was meint ihr? Bruno für Bobby. Ja, ist halt Blanc, ist halt auch kein reiner Abräumer. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache, wo ich hier jetzt so sehe, Freunde. Na, da haben wir jetzt so 2 Achter. Wir brauchen aber halt noch einen Sechser. Geht, ja, weiß es nicht. Puskas, langweilig, Pro. Ja, das finde ich halt auch, dass es langweilig ist. Ich meine, klar, wenn wir uns darauf einigen, dass wir ein Untrade-Team bauen, was natürlich auch das Sinnvollste ist, dann ist ja klar, dass wir jetzt nicht hier das brutalste Baba-Team bauen. Aber fehlt mir auch noch einiges, Freunde, da, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, so die zwei als auf der 6 ist Mist. Und dann müssen wir natürlich auch noch auf Timo seine Wünsche eingehen, was der vielleicht gern spielen will. 4-5-1. Wartet mal, Freunde. Dann könnte man es nämlich so, den hier dahin. Oh, aber jetzt halt da wieder eng. Dann hast du halt noch so einen Ben Arfa, der kann da rein. Zieht Kräufer einfach schnell. Ja, dann wären alle Probleme natürlich weg. Dann kannst du hier diesen Dumfries rein. Aber den will ich eigentlich nicht. Der gute Dummy Dumfries. Der war so lost, Jungs. Und dann haben wir halt noch das Problem hier, ne? Oh, da könnten wir aber vielleicht... wir machen mal kurz hier Milinkovic weg. Wir könnten aber... Aber Aido war halt auch krass. Machen wir den mal kurz hier weg. Den hier kurz weg. Wen haben wir denn noch? Wir könnten halt auch Wan-Bissaka spielen. Da müsste halt der wieder weg. Dann könnten wir hier einen Stones beispielsweise spielen. Der sah jetzt ja nicht so schlecht aus. Sieht auch nicht so verkehrt aus. Dann würde uns aber jetzt noch ein Abräumer fehlen. Und das langt nicht. Zu offensiv, ja. Hoch, Mittel. Fuck. Mittel hoch. Na, ging aber. Ging aber. Flonk raus und Kanté rein. Kram. Ja, aber den haben wir leider nicht, Digi. Den müssen wir noch erschwitzen. Dumfries ist extinct. Müde ich also erst gar nicht ab, dann geflext. Okay. Kurz. Spielen wir den in dieser Weekend League? Okay. Den spielen wir safe in dieser Weekend League. Safe. Ja, für mich ist er spielbar. Ich finde, der ist gut. Wo ist denn der? Da, guck mal. Meiner Meinung nach kann der alles. 4-4. Mal was anderes. Wie spielen wir das Team überhaupt? Nakata zum Beispiel ist gut. Brauchen gerade noch einen Stürmer. Haben wir eine Defensive? Die zwei aktuell sind defensiv. Bruno, kann der das? Na, eigentlich schlecht, die zwei. Aber wir können einfach hier jetzt einen Bobby rein. Passt, oder? Ja, aber dann mach Nakata vielleicht raus. Gegen? Puskas auf Nakata und Bruno wieder rein vorne vielleicht. Warum jetzt den nicht? So, meiner Meinung nach. Aber den kriegen wir halt hier hinten nicht. Den gibt's nicht. Und wenn wir es in einem Doppelsturm spielen, die beide das. Ist nicht so das Gelbe vom Ei. Sag ich euch, wie es ist. Könnt noch ein Dalglich da vorne reinbuttern. Ich meine, genügend Baby-Icons haben wir aktuell. Der Account ist wirklich tot, ich sag's euch, wie es ist. Dumfries muss noch ersetzt werden. Aber da nichts RV-mäßiges. Kann der das? Ja, wie sollen wir aber Leimer spielen? Da müssen wir jetzt mal her. Kann man das irgendwie Formation anders? Danke, Maximilian. Wichtige Info. Dankeschön. Ja, gut, kriegen wir sogar ja hin. Was? Abfahrt. Zeige, Team steht, oder? Team steht. Team steht.